Herzlich willkommen, heiße ich euch. Ich bin Ank, unser... ich bin Ank, der Vault-Aufseher, der Vault 21. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge. Wir beginnen wie eh und je und sammeln erstmal alles wild ein. Und damit hätten wir eine Launchbox erhalten und einen Raider-Angriff. Ah, noch mehr Raider-Angriff. Nee, gar nicht. Neue Bewohner, aber das zweite Mal da hoch zu. So. Ich hoffe, die Bildqualität und alles soweit passt. Der Ton kommt zumindest vernünftig bei mir an, denn ich sehe das Bild zurzeit nicht, wie es aufgenommen wird. Da ich eine andere Konstruktion gerade habe. Ja, während die uns hier angreifen, gucken wir mal durch, wem wir hier... Boah, 14.000 Kronkorken gesammelt. Auch 17. So. Die Dame darf noch ein bisschen weiter rumlaufen. Oh, tot. Komm zurück. Oh, tot. Komm zurück. Du hast auch noch genug und du kannst auch zurückkommen. Du hast nur noch ein Dingsbumsi. Ah, okay, sie haben das Viehzeug gerade besiegt. Sehr schön. Wir haben wieder Ressourcenmangel ohne Ende, wie ich sehe. Hauptsächlich immer noch unser Stromproblem, deswegen werden wir jetzt einfach mal das Ding hier upgraden. Bam, jetzt haben wir einen dicken Reaktor. Einen richtig dicken Reaktor. Ja, den können wir auch mal ein bisschen größer machen. Wenn wir ein paar Leute ein bisschen Geld mitbringen, wenn sie jetzt reinkommen. Der 5000 hier, der 14.000. Komm mal rein, mein Freund. So, setze ich da mal ein bisschen hin. So, was kostet die Wasseraufbereitung hier? Auch wieder 18.000. Der Garten auch, oder? Ja. Machen wir hier erstmal die Wasseraufbereitung und ein Stück größer. Jetzt haben wir die Größe, oder? Ja, geht nicht größer, aber nur Produktionsgedöns von 5. Na toll, der nächste Angriff. Ja, dann auch noch die Scheißviecher. Na, hat wenigstens eine vernünftige Waffe. Stufe 50. Mal schauen, wie er sich macht. Er schlägt die? Ruhig ein bisschen mitmischen. Ah, sehr gut abgewehrt. Aber was für Waffen man da braucht, um die Viecher schnell zu töten, das ist ja ekelhaft. Also, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die jetzt mit Fallout Shelter anfangen und auch in kleinen Vault schon von den Scheißviechern angegriffen werden. Ich stelle mir das richtig höllisch arschmäßig scheiße vor. Kraftwerk. Mission. 5 Räume verbessern. Rüste 12 Bewohner mit einem Outfit aus. Lösche 22 Feuer. 5 Räume verbessern. Haben wir nicht noch irgendwelche kleinen Räume, die wir verbessern können? Hier 2000. Da müssen wir wieder irgendjemanden reinlassen. Räume da rechts sind schon alle aufgewertet. Hier die Schule vielleicht noch? Jawohl, 2000. Mission gemeistert. Nee, wieder falsches Menü. So, abholen. Halte 12 Unfälle auf. Ja, das würde sich ja
super mit dem Feuerlöschen zusammen passen, dödeln. So, wir rüsten die Leute erstmal aus. Gibt nämlich noch genug Leute, die nichts anhaben. Wie ich feststellen muss, hier, die sind auch alle am Trainieren. Hier sind noch zwei Nackichte. Aber die sind auch bald austrainiert. Professor. Kein Glücklicher dabei. Hier kriegst ein Gefechtsoutfit an. Jingle, 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 wum, wum. Let's do it. Ach ja, kleine Überraschung kommt heute. Ich weiß noch nicht genau, welche Uhrzeit. Vielleicht mache ich es schon um 13 Uhr. Oder um 15 Uhr. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Es ist, ja, heute Mitte der Woche. Und seit längerem habe ich Fallout 1 schon auf meiner Festplatte liegen. Zumindest eine Folge. Und die werde ich heute mal online schalten, stellen, hochladen, wie auch immer. Und bin sehr auf euer Feedback dazu gespannt, ob ihr davon vielleicht sogar mehr sehen wollt. Die Ursprünge, Soldatenuniform. Cool, voll mit Hut und so. Ja, wenn euch das gefällt und ihr davon mehr sehen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dann unter dem Video, beziehungsweise einfach ganz simpel, ein Däumchen nach oben drückt. Und wenn ich so um die 10 bis 20 Däumchen sehe, werde ich definitiv mehr von Fallout 1 zeigen. Weil es gefällt mir schon irgendwie, dieses rundenbasierte Erhöhung eine Special-Statistik von neuen Bewohnern. Ja, das dauert. So, jetzt können wir uns eigentlich wieder um die Feuergeschichten widmen. Ja, toll, jetzt haben wir hier wieder Leute irgendwie A nach B geschickt. Und wir brauchen eh mehr Elektrizität. Wo ist denn eigentlich jetzt unser Wesley reingelassen? Da oben, okay. Go, go. Go Elektro, go Elektro. So, ich werde jetzt immer die Box aufmachen. Ha, Kronkorken. Laborkittel. By the way, und. Scharfschützengewehr. Blöd. Na gut, Tempomodus. Ich bin wieder nicht so schlau, dass ich das in so einem Raum mache, wo auf Maximum gepusht ist. Ich sollte das hier lieber in so einem Raum machen, wo die Leute bodenständig und unzufrieden sind. Naja, das Unfälle aufhalten, beziehungsweise mit dem Maulwurfsrad da oben, hat ja jetzt auch seinen Vorteil. Zwar keinen besonders großen oder positiven, aber es hat einen. Meine Leute hier in dem Raum sind sowas von unglücklich. Yay, ein Feuer. So, in der Zeit, wo sie das Feuer löschen, gucken wir ins Handbuch. Denn, soweit ich weiß, gibt es jetzt einen Eintrag von Mr. Handy. Tote Bewohner, Zufriedenheit, Spielziele, Tagesberichte, Babys und Baracken, Aufzüge, Raumstufe verbinden, Lagerraum, Hinweis. Wenn dir der Lagerplatz ausgeht, verbessere deine Lagerräume, baue mehr Lagerräume, rüste deine Bewohner aus oder verkaufe Gegenstände. Verkaufe nicht benötigte Waffen. Temporärer Platz, um die Leute zu beschäftigen. Neue Bewohner, Radiostation, Kronkorken. Tempomodus, Launchboxen. Mr. Handy. Mr. Handy sammelt Ressourcen auf der Etage
der sie zugewiesen wurden. Sie sammeln sogar für eine gewisse Zeit weiter, wenn sie das Spiel nicht spielen. Jede Vault-Etage kann höchstens ein Mr. Handy haben. Mr. Handy kann auch bei Unfällen hilfreich sein. Aber Vorsicht, Mr. Handy kann dabei kaputt gehen. Reparieren Sie ihn, wenn er zerstört wird. Er kann auch ins Ödland geschickt werden, um Kronkorken zu sammeln, wobei er nie auf Feinde stoßen wird. Sie können nur eine begrenzte Anzahl von Mr. Handys in Ödland schicken. Tipp: Platziere Mr. Handy strategisch geschickt, um seine Sammelfähigkeit zu optimieren. Ja, wenn wir Mr. Handy haben, dann werden wir auf jeden Fall eine extra Etage für ihn einrichten. Mit zwei großen Räumen, wo er die ganze Zeit einsammeln muss. Und einen kleinen noch daneben. So, jetzt lass mich hier den Tempomodus starten, mein Freund. Meine Leute haben mir erfolgreich das Feuer gelöscht. Bin ich sehr glücklich drüber. Yay, noch ein Feuer. Dass man sich über sowas freuen kann. Ekelhaft. Wie war denn eure Woche bisher so? Meine anstrengend. Punkt. Bisschen über Jobs geguckt, geredet, gesucht, geguckt. Ja. Irgendwie kann ich mich da nicht so ganz durchringen, etwas zu unternehmen in Richtung etwas Neuen. Aber mal schauen, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kriege ich da irgendwann nochmal so einen Impuls von mir selbst, der mir selbst in den Arsch tritt. Sonst kann ich gar nicht so viel erzählen. Es war ziemlich unspektakulär. Wieso ist der Ton jetzt weg? Maulwurfsrattenangriff, na toll. Hallo, Ton, Spiel. Okay. War eben zu viel, oder? Und dieses Feuerchen. So, wir können ja auch mal durchgehen und alle heilen. 7 von 22 Feuern gelöscht. Ja, die scheiß Missionsfenster immer. Wenn ich einfach mal einen Moment wegbleiben. Ich glaube, der kriegt so langsam Krämpfe hier mit der großen Vault. Das kleine Handy. So, auf ein neues. Nächsten Unfall provozieren. Yay, wieder ein Feuerchen. Das macht mich glücklich und stimmt mich ganz warm ums Herz. So ein warmherziger Mensch. Los, weiter geht's. Stürzt euch ins Verderben, Mitarbeiter. Feuer ausgebrochen. Ich habe das Gefühl, das Feuer wird immer größer. Die Leute sind nicht sehr glücklich in diesem Raum. Und nochmal. Schön alles einsammeln. Mr. Handy, das da oben, ein perfekter Raum. Diese zwei Nahrung und der Energieraum da links. Das wäre doch optimal. Zumindest für unseren ersten, bevor wir anfangen, eine eigene Etage für ihn zu bauen. Und noch eine Runde. Wir haben es nicht drauf. Aber wir haben das mit den Umfällen auch fast geschafft. Zwei Stück müssen wir noch aufhalten. Na komm schon. Noch ein Unfall. Uiuiui. Welch schreckliche Situation. Ich bin schon wieder etwas sehr müde, muss ich zugeben. Merkt man vielleicht auch und es tut mir leid, aber es ist. Mein Leben ist so anstrengend. Mein Leben ist so anstrengend.
Ich könnte, glaube ich, so eine Scheißfolge machen, wie Alex Baxius macht, von meinem Leben. Von meinem Leben, nicht ein Leben. Wobei, ich kann ja einfach sagen, es ist ein Leben meines Freundes, weil ein Freund hat immer Probleme, die ein Freund, die eigentlich man selber... Ihr wisst, was ich meine. Du, ich kenne da jemanden, der hat diese Probleme und... Ja, sag doch einfach, dass du einen krummen Penis hast, Mann. Was war das jetzt? Wo kam das denn jetzt bitte her? Aus meinem Kopf kommen Sachen, wenn ich müde bin. Es ist unendlich grausam. Eigentlich kommen sie nicht, nur wenn ich müde bin. Sie kommen auch auf der Arbeit. Aus meinem Kopf. Solange der Chef nicht in der Nähe ist. Was eigentlich auch ganz gut ist. Wenn ich so bedenke, was da rauskommt. Ja, das können wir auch noch upgraden. Der war noch gar nicht vorausgestattet, hier der Raum. Der da. So, mach mal hier ein bisschen Tempo. Wir brauchen Wasser für die nächste Mission, Leute. So, hier oben haben wir noch einen Bombenraum. Mit haufenweise unglücklicher Leute. Aber vielleicht können wir das ja so ändern. Nein. Ich dachte, so ein kleiner Erfolg würde den Raum vielleicht gut tun. Aber der Raum sagt, fick dich. Ich tue den Bewohnern nicht gut. Nein. So, haben wir bei den Tagesberichten noch was zum Einsammeln? Leider nein. So, Wasser haben wir gleich fertig gesammelt. Das wollte ich jetzt nicht öffnen. Ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Einmal Wasser geht noch. Einmal Wasser. Gib mir dem Eimer Wasser. So. Die Mission beendet. Ah, schon wieder Unfälle aufhalten. Fällt euch nichts Neues ein? Wir haben zurzeit auch keine Leute, die irgendwie ausgeleert sind, oder? Die wir in irgendwelche Räume noch stecken können. Ich glaube, wir haben schon geguckt, aber da war niemand bei hier. Alle noch 7 Stunden. Was müsste dann auch deren letzte Stufe sein? Oh, du hast noch nichts anderes, mein Freund. Doch, hast du. Ja, hatten wir schon geguckt. Die brauchen alle noch ein bisschen Zeit, bis sie sich wirklich der Gesellschaft integrieren können. Yeah, Feuer. It's good and hot in here. So, schmeißt die Lüftungsanlage an, sonst sterben wir alle in der Wald. Ah. Das Feuer in diesen kleinen Räumen, in diesen großen Räumen, die voll ausgelevelt sind, sind schon ganz schön pervers. Die liegen ja rumbrutzeln auch. Übertrieben fiese. Läuft ja einfach jemand so hier. Lali, ich hab nichts zu tun rum. Machen wir mal hier. Job. Wartet. Kehr zurück, warte. Wieso läufst du hier so blöd rum? Ah, jetzt hat er hier wieder Kaffeepause, die Nudel. Bleib schön in den Raum da. Das tust du hier mir nicht antun, hier so rumlaufen und so. Weißt du Bescheid so? Hier, Lady, sie kommt noch mit rein. Sie gehen auch ein bisschen ins Energiewerk. In dieses kleine, putzige, gruselige Kämmerchen. Da ist mir die Stimme abgesoffen. So, du hattest irgendwie so ein Gleisgewehr schon. Sehr schön. Stärke 3, A auch. Robuste Kampfrüstung. Passt, glaube ich, jetzt ganz gut, was ich da unten vorhabe. So, die neue ist auch da. Walter und Heather. Working together. Nicht lustig. 7.
Okay, für Frauen haben wir gar nicht so viel zum Anziehen. Nee, haben wir nicht. Ja, dann hier Militärbekleidung und Tempomodus rein. Oh, ich glaube, der Raum ist schon auf Stufe 3. Na, Generator bauen. Tada! Dann bauen wir nochmal einen billigen Generator hin. Einfach nur für unsere Tempo-Modi. Schön, Stufe 1 Raum mit zwei Leuten drin. Einigermaßen gut gerüstet. Jetzt sollte das ja eigentlich ganz gut laufen. Und ja, wie ich sehe, sind wir am Ende der Folge. Wie schnell das wieder ging. Und wie schnell es ging, diese Kakerlake zu zerquetschen. Schneller hätte Batman es auch nicht gekönnt. Gekonnt. Ja, ich möchte mich dann an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch nachher viel Spaß mit Fallout 1. Wie alles begann, heißt die Folge. Also Fallout 1, wie alles begann. Mit der Spieleserie, in dem Sinne den Titel. Ja, wenn euch heute die Folge Fallout Shelter gefallen hat und ihr vielleicht Tipps habt, braucht, möchtet, wünscht, gucke ich, wie ich euch helfen kann. Ihr könnt mir auch gerne Tipps schreiben, was ich besser machen kann hier in meiner World. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen in einer neuen Runde und natürlich nachher bei Fallout 1. Ich wünsche alles, alles Gute und haut rein. Ciao.